Also, wir sind auf dem Hagebucher Gelände, das jetzt auch bebaut werden soll, was ich eigentlich persönlich schade finde. Denn bei aller Liebe zu Experimenta 2 und so spannend ich das auch finde, frage ich mich doch, warum können wir hier nicht einfach wieder einen schöneren Biergarten hermachen, ein bisschen schöner alles herrichten, auch zum Wasser hin für die Leute. Warum müssen wir jeden grünen Fleck in unserer Stadt bebauen? Andere Städte reißen Häuser ab, damit sie Grünflächen bekommen, und wir bauen einfach alles wieder zu. Und da denke ich mir immer, soll das das Vermächtnis sein für unsere Kinder und Kindeskinder? Wie sieht Heilbronn in 40 Jahren aus? Irgendeine Betonwüste, in der alles zugebaut ist? Also da müssen wir schon ein bisschen eingreifen, glaube ich. Das ist für mich echt wichtig.